Die erste These bezieht sich erstmal nur auf Europa, die anderen drei Thesen unmittelbar auf den zusammen, auf die Beziehung von Grundeinkommen und Europa. Die erste These ist, das ist so ein Schluss, den ich aus den Forschungen, Überlegungen an der Universität Siegen zu diesem erwähnten Forschungsprojekt gezogen habe, dass die Euro-Krise deutlich gemacht hat, dass frühe Warnungen von Ökonomen zutreffen, die einen gemeinsamen Währungsraum ohne politische Union als auf Dauer nicht tragfähig sahen. Das war vor der Einführung des Euros, soweit ich informiert bin, eine ziemlich intensive Diskussion zwischen Ökonomen und der Politik. Und manche Ökonomen sind ja der Auffassung, dass die Politik da also halsbrecherisch ins Unglück gelaufen ist, ohne zu wissen, was die Folgen sind. Ich vermute, dass es ein bisschen komplizierter ist und dass die Politik durchaus die Argumente aufgegriffen hat, aber sozusagen in einer kühnen Gestaltungsabsicht sich trotzdem auf die Währungsunion ohne politische Union eingelassen hat. Aber das ist auch irgendwo eine Frage der offenen Diskussion. Also, aber ich habe aus der Euro-Krise so den Schluss gezogen, dass der gegenwärtige Zustand perspektivisch unhaltbar ist und weiterhin krisenanfällig und dass insofern Europa vor einer binären Entscheidungssituation steht. Man kann entweder sich entscheiden, die Eurozone rückabzuwickeln oder sich entscheiden, den Weg bis zur politischen Union zu Ende zu gehen, der Eurozone erst den richtigen Rahmen gibt. Und ich habe den, nach meiner Beobachtung, insbesondere der Diskussion in Deutschland, ist diese ziemlich konturierte Entscheidungssituation noch gar nicht so richtig angekommen in der Politik. Ja, es gibt zwar Diskussionen um die Frage mehr Europa, weniger Europa, aber das ist eigentlich viel zu vage. Es gibt eine sehr konkrete Entscheidungssituation und die lautet meines Erachtens, den Weg bis zum Bundesstaat zu Ende zu gehen, der Eurozone einen politischen Rahmen zu geben, eine politische Union zu geben, oder aber zu sagen, okay, das ganze Projekt war irgendwie ein Fehler, das haben irgendwelche elitären Leute auf den Weg gebracht, wir Bürger wollen das gar nicht, ja, dann muss man die Eurozone wieder abwickeln, weil so wie sie jetzt existiert, spricht vieles dafür, dass sie krisenanfällig ist. Ja? Auch wenn jetzt schon die ersten Korrekturmaßnahmen greifen, die bestimmte Probleme vielleicht lösen, aber es gibt noch mehr Facetten der Krisenanfälligkeit, als die jetzt angegangen. Zweite These, zu einem europäischen Bundesstaat, den ich persönlich vorziehen würde, gehört auch eine starke soziale Dimension. Das BGE böte die Möglichkeit, sie auf eine relativ einfache Weise sehr deutlich in Erscheinung treten zu lassen, ohne dass man dabei sogleich das hochkomplexe Problem am Wickel hat, lösen muss, die sehr heterogenen Sozialstaatsregelungen in den verschiedenen Mitgliedsländern irgendwie in eine gelungene Synthese zu überführen. Das ist ja eigentlich eine gigantische Herausforderung, das perspektivisch auf die Reihe zu kriegen. Und ein Grundeinkommen wäre da ein Schritt, mit dem man gleich anfangen kann, indem man, und das ist ja die Idee von Van Parijs auch, die geht ja in diese Richtung, quasi als partielles Grundeinkommen, von unten ein Sockeleinkommen einführt, das kann man dann perspektivisch immer weiter anheben und das ersetzt schon mal für sich einige Sozialtransfers und die ganze Diversität der Sozialstaatsregelungen in Europa kann man on top erst einmal bestehen lassen, gewinnt dadurch Zeit, ohne aber die soziale Dimension auf die lange Bank schieben zu müssen. Ne? Und es liegt schlicht, dass das Grundeinkommen diesen Charme hat, so eine elegante Lösung für diese komplexe Problematik der Angleichung dieser Sozialstandsregelung, das liegt schlicht am universalistischen Charakter des Grundeinkommens. Der Charakter universalistisch bedeutet ja, etwas hat viele, ist vielseitig und für jemand, der wie ich jetzt schon, weiß nicht, über 15 Jahre sich mit dem Thema beschäftigt, Grundeinkommen, entdeckt immer wieder neue Facetten, was ein Grundeinkommen für Detailprobleme löst und das ist sozusagen immer auch spannend, ja, neue Facetten zu entdecken. Und dass das so ist, dass das so eine Art Ressource bietet, um alle möglichen Fragen in ein neues Licht zu rücken, Lösungspotenziale zu urbar zu machen, das liegt eben an dem universalistischen Charakter. Das zeigt sich daran. Ja. Dritte These,
Ein Grundeinkommen, also ein bedingungsloses Grundeinkommen, würde der Europapolitik grundlegende Alternativen bieten zu dem bisherigen Krisenmanagement. Also dass die am Zustandekommen der Krise beteiligten Großbanken und Anleger mit Mitteln der öffentlichen Hand rettet, jedoch unbescholtenen Bürgern in den Krisenstaaten drastische Einschnitte zumutet und die Steuerzahler der reicheren Länder ebenfalls belastet. Einflussreiche Krisendeuter wie Fritz Schaap, der Sozialdemokratie nahesteht und im Übrigen auch ein Befürworter des aktivierenden Sozialstaats ist, sich damals auch so als eine intellektuelle Kapazität daran beteiligt hat, an diesen Diskussionen zur Einführung, halten diese Politik des aktuellen Krisenmanagements in Europa mehr oder weniger für auswegslos. Er kultivierte auch so einen ganz nüchternen, analytischen Ton, ja, der so das Dilemma der gegenwärtigen Politik herausstellt. Und das führte unter anderem darauf zurück, also das ist eigentlich sein zentrales Argument, dass die Einführung der gemeinsamen Währung, des gemeinsamen Währungsraums, Ländern etwa wie Griechenland die Möglichkeit der Währungsabwertung genommen hat. Diese Autonomie bei so einer schwierigen wirtschaftlichen Lage, die eigene Währung abzuwerten und dadurch preislich die eigene Wirtschaft gegenüber den anderen Ländern in eine vorteilhafte Position zu bringen. Diese Möglichkeit ist natürlich durch die Einführung der gemeinsamen Währung für die Nationalstaaten verloren gegangen. Die sind jetzt alle auf die Europäische Zentralbank und die dort erfolgende Politik verwiesen. Und daraus leitet er ab, und das ist für meine Begriffe erstmal eine nachvollziehbare Analyse, es besteht dann noch die Möglichkeit der inneren Abwertung, ja, die darin besteht, dass so Länder wie Griechenland einfach preislich im Verhältnis zu anderen Ländern in eine bessere Situation zu kommen, die Löhne senken und in anderer Hinsicht den Arbeitsmarkt flexibilisieren, den Sozialstaat beschneiden und so weiter, Sparmaßnahmen ergreifen. Also das ist eine direkte Alternative zu der fehlenden Währungsabwertung im Außenwert der Währung, ist dann diese innere Abwertung. So, dann kommt dann, ich habe auf einer Konferenz in Amsterdam im letzten Jahr Fritz Schaap auf so einem Podium erlebt, da hat er kurz dann sich die Frage gestellt, weil er ja auch Sozialdemokrat ist, wie ist es denn mit den Bürgern, die jetzt durch drastische Einschnitte so belastet sind, wäre da nicht der Gedanke einer europäischen Arbeitslosenversicherung eine Möglichkeit? Das ist ja auch ein Stichwort, was man immer wieder bei Diskussionen hört, dass Europa so eine solidarisch finanzierte Arbeitslosenversicherung bereitstellt. Und da sagt er dann ganz nüchtern, da ist er ganz auch Denker des aktivierenden Sozialstaats, dass dann ein Folgeproblem entstünde, nämlich wenn man also um die Wirtschaft, etwa jetzt die griechische Wirtschaft, ich halte mich mal an das Beispiel, wieder in eine bessere Lage zu bringen, innere Abwertung betreiben muss, also Löhne senken muss und so weiter, dann kann man ja nicht gleichzeitig ein Arbeitslosengeld in nennenswerter Höhe anbieten, was dann die Arbeitskräfte, die ja eigentlich für niedrige Löhne arbeiten gehen sollen, sozusagen dazu verlockt, lieber das höhere Arbeitslosengeld zu nehmen. Ja, also das Arbeitslosengeld wirkt dann wie eine Konkurrenz zu der Politik. Wer sich mit dem Grundeinkommen beschäftigt hat, der merkt sofort, ja, Moment mal, ein Grundeinkommen hat dieses Problem ja gar nicht. Ja? Also dass die Grundeinkommenszahlung in Konkurrenz tritt zu dem Erwerbseinkommen. Das Problem besteht da schlicht nicht. Und da sieht man, wie verfahren also diese Diskussion ist, die dann nur noch so Ausweglosigkeit sieht, Dilemmata, und in dem Punkt aber gerade die alternativen Möglichkeiten sozusagen ignoriert oder nicht kennt oder nicht sieht. Ne? Und das ist also ein Charme. Abgesehen davon hätte ein Grundeinkommen natürlich auch noch, wäre auch noch eine gewisse Entschärfung des Problems einer Austeritätsfalle, was man gerne ja so herausstellt, also einer Falle, einer Sparpolitik, die dazu führt, dass die Nachfrage, die wirtschaftliche Nachfrage sinkt und dann zum Sinken auch des Wirtschaftswachstums führt. Ne? Wenn ein Grundeinkommen in der Breite gezahlt wird, bedeutet es natürlich auch eine Stabilisierung der Nachfrage. Also das sind nur so weitere Aspekte. Die vierte These spare ich mir jetzt, die bezieht sich auf Van Parijs.
Das bringe ich vielleicht dann noch in der Diskussion ein.